Nach den Bundeswehr-Pannenfilmen Shitty Woman und Keiner flog übers Kuckucksnest. Jetzt im Kino Das Schrottboot. Der Niedergang der Gorch Fock. Prachtvolle Segel, tosende Wellen und eine Besatzung im Kampf gegen die Urkräfte des Meeres. Das alles sehen Sie in Das Schrottboot nicht. Stattdessen aber ganz viele Aufnahmen vom verrosteten Schiffsrumpf der Gorch Fock, die in Bremerhaven für eine absurde Summe saniert wird. Regie führt diesmal James Cameron, bekannt durch den Klassiker Titanic. Ich würde mal sagen, mit untergehenden Schiffen kenne ich mich aus. Und wenn ich die Möglichkeit bekomme, so ein ruhmreiches Schiff in eine rostige Köterkiste zu verwandeln, muss ich einfach zupacken. Sehen Sie Ursula von der Leyen in der Rolle ihres Lebens als Trümmerfrau der Bundeswehr in einer Geschichte von Versagen. Korruptionsvorwürfe. Die Kosten liefen aus dem Ruder. Von der Leyen ist unter Druck. Emotionen. Ich mache mir große Sorgen um die Gorch Fock. Und Tradition. Nichts ist besser für die Tradition der Bundeswehr. Auch wenn sie jetzt 135 Millionen Euro kostet? Auch wenn sie 135 Millionen Euro kostet. Aber dafür habe ich bei den Darstellern gespart. Von der Leyen habe ich am Ende auf 10 Mettbrötchen am Tag runtergehandelt. Wird Ursula von der Leyen mit einem einfachen Lächeln ganze Schiffsrümpfe versetzen? Werden Rekruten jemals wieder betrunken in die sanierte Schiffstoilette der Gorch Fock kotzen können? Prost, meine Damen und Herren! Und wann wird man bei der Marine merken, dass Schiffe heutzutage auch mit Motoren betrieben werden können? Das Schrottboot, jetzt im Kino und wahrscheinlich nie mehr auf hoher See.